So, Aufnahme läuft. Ich habe zwei volle Subtanks, ja. Alter. Willst du denn auch noch die ganzen Herzcontainer noch suchen? Also die einen hast du, hier hast du den ja gefunden, aber ich meine jetzt auch in den anderen Stages. Puh, überlege ich mir noch gerade irgendwie, ob ich mir alles holen will oder ob ich erstmal so versuche, soweit ich kommen kann. Weil das wäre ja auch eine richtige Challenge dann, wenn du jetzt nicht alles voll hast an Energie. Ja. Also ich gucke halt, wie weit ich komme mit der Challenge und dann höre ich mich auf. Mhm. Nein! Oh! Daneben gesprochen. Ein Pixel vorbei. Das ist definitiv ein Let's Fail. Vielleicht entwickelt sich ja auch noch so ein Let's Rage. Ich habe ja auch schon gesagt, dass es lange dauern könnte. Also kann keiner sagen, ne? Ja, boah. Ja. Viel zu lange. Warum nicht gleich so? So geht's ja ganz gut. Mit dem Trägerroboter. Aber gleich ist leider Schluss mit lustig, ja? Au. Ja, mach hier einen auf Gemini Man. Ja. Ach, Sailor Moon R. Ah, jetzt sehe ich, dass man mit den Blasen was. Oder mit hier mit dem. Ja, wie heißt die Waffe noch? Die von Real Gator auf jeden Fall. Dass es einfacher geht. Mhm. Damit. Interessant, das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, dass mein Display, Let's Lame noch nicht komplett gesehen hat. Nee, noch nicht ganz komplett. Aber ich wusste es aber schon vorher, weil du das ja in den Kommentaren geschrieben hast, unter Simons Video. Okay. Ach, lass mal den Helm stecken. Boah, den braucht man eh nicht. Der zeigt eh nur an, hier, da kannst du durch und so nützlich finde ich den nicht. Außer wenn man das blind spielt vielleicht. Ja. Kann man eigentlich Geheimnisse entdecken damit. So. Drecksledermäuse. Werf unheimlich. Unheimlich. Und das sind wir schon bei der Kristallschnecke. Crystal Snail. Genau. Aber wie gesagt, du solltest erstmal wissen, dass das Video dann zu Ende gearbeitet ist, bevor du die nächste Lokal-Recording machst, ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei AVI ist am Anfang auch und am Ende das Bild grau. Kann sein, dass es geändert hat, aber es war früher so. Okay. Musst du einfach mal testen, ob du das wirklich damit aufnehmen willst oder vielleicht mit OBS aufnimmst. Ja. Ja, ich werde das mal durchtesten. Aber momentan werde ich erstmal die angefangenen Projekte mit Camtasia auch zu Ende aufnehmen. Wenn, dann werde ich ein neues Projekt mit XSplit dann mal versuchen. Ich schau mal. Ja, Fraps lief ja bei dir leider nicht, ne? Ne, jedenfalls nicht gut. Ich habe ja eine bezahlte Version von Fraps. Ich auch, ja. Bei mir läuft die eigentlich auf Windows 7 super. Von Windows 8 kann ich natürlich nichts sagen. Ehrlich gesagt habe ich das mit Windows 8 noch gar nicht probiert. Sondern als ich damals Windows Vista hatte, da funktioniert das nicht so gut. Ja. War wahrscheinlich auch nicht so kompatibel damit. Wahrscheinlich. Aber ich werde auch mal irgendwann, wenn ich Geld über habe, Bandicam versuchen. Mhm, aber die komplette Version dann, ne? Ja, die bezahlte. Und ohne das genauso da, viel wie Fraps. Ja, ohne dass denn da Bandicam da steht wie bei Simon, ne? Ja, steht und ohne dieses Zeitlimit. Mhm. Und ohne Zeitlimit, genau. Ich weiß auch noch dieses komische Ding, was du mal hattest, wo auch 10 Minuten war. Genau, ich konnte das es aber. Das Programm war ein bisschen umständlich, finde ich. Ja, fandest du? Also ich fand das. Mal getestet. Das war so das Einfachste. Aber ich konnte.
Aber damals kannte ich auch schon Fraps, von daher fand ich das einfacher. Ja, gut. Bei Fraps brauchst du einfach nur, ja. Aufnahme drücken. Ja. Genau, Aufnahme drücken. Feuer einstellen am besten noch, ne, natürlich. Ja, klar. Aber die bleiben ja gespeichert, ne, die Einstellung. Aber ist das schon eine Leistung, von wegen ohne Rüstung alle Achtern zu besiegen? Was so unten, meine ich? Das ist eine gute Leistung. Ich meine, das Einzige, was noch machen könnte, ist ohne Energie-Upgrades, aber. Nein, danke. Nee, das wäre doch ein bisschen zu extrem. Ja, da kann man gleich wieder mal extrem spielen, ne? Genau. Aber ich finde, du schlägst dich ganz gut. Dafür, dass du jetzt noch nicht alle Sachen hast und die Gegner was da auch nie machst. Also ich habe das bisher noch nicht gemacht. Aber das ist auch nicht. Weil ich das nie versucht habe, die Bastaroni zu machen. Muss ich aber auch mal machen. Privat vielleicht mal. Lass mich raus. Let me out. Saftsack. Aber sieh doch mal deine Energie an. Du wirst eh verlieren. Ja, eben. Das will das doch hinauszögern. Am Ende hatte ich aber auch die bezahlte Version gehabt von Microsoft. Wie hieß das noch? Expression, glaube ich, ne? Expression Capture oder irgend sowas. Okay. Und da konnte ich auch länger als 10 Minuten aufnehmen. Da hatte ich die Begrenzung auch nicht mehr. Ja, aber du nutzt es ja inzwischen auch nicht mehr. Muss ja auch gut haben. Ja, das Problem ist, damit kann man keinen HD rendern. Ach ja. Das ist ja normal, es ist ja heutzutage Standard auf YouTube. Okay. HD-Videos. Ne? Okay, Dr. Kane wieder. Es tut mir leid, X. Einer der X-Hunter griff an. Er griff die Basis an und hat alle von Zero's Pass mitgenommen. Wir hatten nicht mal einen einzigen. Ja, eben. Sie werden Zero wiederbauen. Zero in ihrer Basis wiederbauen. Rekonstruieren. Ich habe sie am Nordpol lokalisiert auf Lokal Location 00. Keine Ahnung. Ich schätze mal Breitengrad. Ich kann sie nicht damit Temper. Ich kann sie nicht davon kommen lassen, glaube ich, oder? Ich kann ihn nicht mit ihm davon kommen lassen. Okay. Ich muss ihn retten. Oder im Stich lassen. Nee, me with him heißt, glaube ich. Temper. Temper with him. Mit ihm. Das with him ist mit ihm. Ja, das meine ich ja. Temper with him, mit ihm davonkommen lassen. Okay. Ah, jetzt die Musik, ey. Die ist genial, ja. Gerade mal genießen. Das habe ich beim letzten Mal nicht getan. Ja, von den ersten drei Teilen finde ich das die beste wow. Sigma Stage Musik. Das war knapp und riskant. Ach, eins von Simons geilen. Was Simon geil fand hier. Ja. Ist ja auch genial gemacht. Ich hatte früher immer Probleme mit den Wänden. Zwar nicht mit den geraden, aber mit denen, die jetzt kommen zum Beispiel. Wo man so ein bisschen hin und her springen muss. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das so problematisch fand. So schwer ist vielleicht das. Vielleicht wegen. Ach nee, es war Axi, der glaube ich das mit dem Dash-Sprung nicht kannte. Ach so. Irgendwie war das auf jeden Fall. So. Ich könnte den Dash-Sprung, den kann ich schon damals bei Mega Man X1 als Kind auch gespielt haben. Ja, ich habe auch früher schon welche gekannt, die das nicht kannten, wie das geht okay. Und nicht kapiert haben. Die hingen dann bei dem Flamesäger an diesem Hochklettern fest. Oh, ja. Die haben das Spiel, glaube ich, nicht mehr angerührt. Obwohl sie gesehen haben, dass es geht bei mir. Mhm. Ich war damals ja noch weniger skillig als heute. Da bin ich ja. Zu der Zeit habe ich Mega Man X1 nicht mal durchschaffen können. Weil ich an der Boss-Spider einmal krepiert bin.
Okay. Ja! Keine Sorge, ich bin hier noch nicht. Ah, da kommt wieder, ja. Erledigt. Aber ähnliches Problem hatte ich schon mal. Auch wenn ich jetzt leider damit gespoilert habe. Dich jedenfalls. Achso, du meinst jetzt in den Aufnahmen, die du schon hochgeladen hast? Genau. Okay. Das ist auch passiert. Ich hasse den Drecksack. Ja, Bastaoni ist eher der einfachste von den dreien, finde ich. Ich will aber auch Zapdex benutzen. Ja, das kannst du ruhig. Dafür sind die ja da, ne? Ja. Mach keine Sea-Challenge. Die ist mir zu schwer. Ich weiß gar nicht, was hat er denn da alles gemacht an Auflagen? Keine Upgrades, keine Subtank, Buster Only. Okay. Ja gut, das ist... Ja, das ist schon ziemlich schwierig. Aber sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Ich habe für sowas keine Geduld. Und ich habe das Subdeck umsonst geschluckt. Ja. Aber das konnte man vorher nicht wissen. Im Übrigen habe ich jetzt keinen Bock mehr zu übersetzen, das habe ich schon mal versucht. Ja, ich finde auch das, was er da sagt, das finde ich auch ziemlich komisch. Das kann ich auch nicht übersetzen, hatte ich auch schon mal. Ja, halt sein. Auf jeden Fall, dass ich irgendwie seine Schaltkreise überladen habe. Ja. Irgendwas mit Overload hat er gesagt, ne? Ja. Nächste Stage. Und danach würde ich sagen, könnte man mal klappen. Aber das wird jetzt schwer. Die Stage oder der Boss? Der Boss. Ja. Die Stage könnte auch schwierig werden ohne den ohne die Bein-Upgrades. Mhm. Stimmt, die hast du ja gar nicht, ne? Ah. Ach ja. Simon habe ich auch schon gefoltert mit diesem in dieser Stelle hier. Schade, dass ich hier nicht irgendwie Schaden fressen kann. Ja, dann könntest du das einfach überspringen, ne? Einfach durch die Stacheln durchdashen und dann. Ja. War auch cool, Simon. Hä, wie soll ich hier weiterkommen? Aber die Rakete kommt ja auch so spät, ne? Mhm. Gut, man konnte sie aber, glaube ich, auch bei Simon, hat er wahrscheinlich nicht drauf geachtet, konnte man die aber sehen, als er noch nicht direkt da war. Genau, die musst du einfrieren, weil du den S-Burner ja nicht aufladen kannst. Mhm. Okay, du Freundchen. Falsche Richtung. Okay, das scheint seine Schwäche zu sein. Dass ich da noch nicht früher drauf gekommen bin. Puh. Ich habe irgendwo gesehen, dass das seine Schwäche ist, aber ich weiß gar nicht mehr wo.
Dieser Gegner ist asozial. Oha, den willst du jetzt auch bei Sony machen? Das wird... Oha. Das überlege ich mir noch. Ich will mir auch immer überlegen, ob ich mich jetzt die Rüstung sammle. Ja, wenn du jetzt die Schutz, den Schutzanzug hast, dann könntest du damit die ganzen Schussvorrichtungen, die er da vor sich hat, zerstören alle auf einmal. Der hat mir auch schon mit den kompletten Rüstungen so auf den Sack gehauen, ey. Boah. Boah. Ja. Ich krieg mal selbst so weit, ist schwer gegen den. Ich weiß ja nicht, wie du den so stark hast, ob das gut oder schlecht ist. Was machst du jetzt? Habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ob du ihn gut hinkriegst oder nicht, das frage ich mich. Ich bekomme ihn gut hin, aber jetzt, Bastaoni jetzt nicht, aber mit den Waffen ist okay. Das ziemlich einfach. Ist das ja auch empfindlich gegen der S-Burner? Nee, wie schon gesagt, du kannst, wenn du jetzt die, gut, die hast du jetzt zwar nicht, also den Schutzanzug, der bekommst du eine extra Waffe dazu. So eine, damit kann ich das ja super hinkriegen. Habe ich sogar genau, noch damit, die ganze Plattform über. Genau, aber was jetzt die Schwäche der Schussvorrichtung ist, weiß ich nicht. Seine Schwäche ist auf jeden Fall die Waffe von Overdrive Austrich, also dieser S-Slicer heißt er, glaube ich. Also ich kenne halt gegen ihn selbst, dass er S-Burner auch ist. Also auch. Mhm. Aua. Ach, fuck you. Ja, das ist echt mies, wenn man dann schon vorher fast seine gesamte Energie verliert und er noch keinen Schaden genommen hat. Oh. Womit ich ihn auch gut erwischt habe, war die Magnet Missile oder wie, Magnet Mine. So, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich konnte von oben gut in seine scheiß Kabine reinschießen, auch wenn es nicht effektiv ist. Ich konnte gut treffen. Mhm. Weil es ja immer halt so oft hoch und runter switchen, du ihn nicht erwischt, deswegen. Ja. Ich will eigentlich nur auf Game Over gehen, das wäre das Beste gerade. Und dann einige Sachen nachholen. Ja, weil jetzt reicht's mir. Weil das ist mir zu hardcore hier. Oh ja. ich müsste mir noch mal angucken, wie der es gemacht hat. Aber der hat mir auch angekotzt hier. Der ist eigentlich auch in Katze, meinte ich. Muss ich später auch mal gucken. Ich habe mir nämlich die Xi-Challenge auch noch ich nicht. Ich fand es interessant, weil Xi zuzuschauen. Nur habe ich nicht mal alle Details im Kopf. Weil das jetzt ohne Ausrüstung, Upgrades, also das ist schon hardcore, ja. Ohne Subtanks, ohne Herzcontainer. Und dennoch Basta unten. Was so oft, dass er gar nicht erwischen kann, weil er gerade in der falschen Position dafür ist. Ja, das kommt noch erschwerend dazu. Alter, nein! Scheiße. Bitte Game Over. Er will einfach nicht sterben. Na gut, das ist das letzte Leben.
Suicide Slide Deathman. Ja. Ach ja, willkommen zu Slide Deathman X2. Okay, ich mache hier einen Cut, auf Wiedersehen. Okay.